heute möchte ich euch zeigen, dass man aus Äpfeln nicht nur Apfelmus machen kann. Wir haben 10 Kilo Äpfel geholt. Mehr als 10 Kilo kann ich an einem Tag oder an zwei Tagen nicht verarbeiten. Dazu schälen wir zuerst einmal die ganzen Äpfel. Ich habe hier schon in einer grünen Schüssel Wasser, kaltes Wasser mit ein bisschen Zitronensaft. Jeder kennt das, wenn man Äpfel schneidet und schält und sie liegen lässt, dann werden die schnell braun. Das kann man eben verhindern, indem man die Apfelstücke in ein Wasserbad legt, in dem auch ein bisschen Zitronensaft mit drin ist. Ihr könnt auch Zitronensäure nehmen aus Pulverbeständen. Wichtig ist, dass ihr ein bisschen was reintut, weil dann eben die Sachen nicht braun werden. So. Um das Ganze abzukürzen, mache ich mal kurz aus und schneide weiter. So, ich habe jetzt 6 große Äpfel in Achtel geschnitten. Vorher habe ich sie geschält. Die Abschnitte kommen bei uns aus dem Kompost für meinen kleinen Garten. Das ist nicht sonderlich groß. Dazu bringe ich später auch noch was zum Thema Urban Gardening, also wie man in der Stadt auch etwas anbauen kann, notfalls auch ohne Garten. Aber das kommt später. So sieht es dann aus. Wie gesagt, die Äpfel, die werden nicht braun, wenn man sich in dieses Wasser legt. Und dann geht es weiter mit Kochen. Wir überbrühen die Apfelstücke jetzt 1 Minute im kochenden Wasser. Danach werden sie überhaupt nicht mehr braun. Die bleiben gelb und sie verlieren auch ein bisschen an Feuchtigkeit, sodass man später mehr Apfelstücke im Glas hat als Wasser. Parallel zum Wasser mache ich auch gleich noch einen Einkochtopf. Das Wasser heiß, soll später 80 Grad sein. Ich habe die Apfelstücke jetzt mit einer Kelle rübergegeben. Damit kann man sie auch leicht wieder rausfischen ins kochende Wasser. Dort werden sie jetzt 1 Minute lang gekocht. Wir machen das im Sommer oder im Herbst, wenn es schön ist draußen, nicht auf dem Elektroherd, sondern auf einem großen Gasbrenner, den wir mit einer 11 Kilo Gasflasche speisen. Die kostet, wenn man seine eigene Flasche hat, relativ wenig Geld und die hält uns eigentlich das ganze Jahr. Zum Einwecken benutzen wir einfache Gurkengläser, die zahlt man ja eh mit. Das Glas schmeißen wir nicht weg, machen wir eigentlich nie. Die großen Gläser verwenden wir für große Stücke, die mittleren für Kompott und die kleinen für Marmelade. Da werden wir dann gleich einfüllen und dann geben wir noch ein bisschen Zimt drauf und 3 Esslöffel Zucker. Ja, die Zeit ist schon rum. So, jetzt holen wir die gleich hier raus. Und füllen sie hier gleich ein. Die Äpfel werden auch jetzt nicht mehr braun, nachdem man sie etwas gekocht hat. Die Gläser, ja, die waschen wir vorher gut aus, beziehungsweise wir lassen sie durch die Spülmaschine laufen. Und unsere Spülmaschine hat ein extra Programm, 70 Grad. Da kann man die also wirklich gut auch steril bekommen. Den nehme ich immer kurz, bevor ich sie befülle, ab. Au, ha. Ja, muss man aufpassen, dass man sich die Finger nicht ein bisschen verbrennt. So. Das geht doch relativ gut. So, wenn so ein Glas dann voll ist, dann schütteln wir es etwas. Dann passen noch mal ein paar mehr Stücke rein. Ja, die 5 Äpfel sollten eigentlich komplett reingehen. Wenn noch etwas übrig bleibt, mein Gott, dann haue ich die ins nächste Glas. Das stehe ich da einfach daneben hin. Habe ich noch eine kleine Schüssel. Und in die gebe ich dann die Reststücke. So, ja,
Na, noch eins. Es empfiehlt sich schon, so einen großen Schöpfer zu benutzen. Dann kriegt man sie leicht auch wieder raus. So. Dann mit den Gewürzen, das mache ich mal ganz einfach. Ein bisschen Zimt. Drei Esslöffel Zucker. Auf mittlere Gläser nehme ich dann zwei. Aber das zeige ich euch ein anderes Mal. So. Dann fülle ich die mit Wasser auf. Die Gläser solltet ihr nie bis zum Rand hoch befüllen, sondern ihr solltet hier immer ja, den Drehverschluss selbst, so ungefähr 1,5 cm, solltet ihr unterhalb des Drehverschlusses bleiben mit der Flüssigkeit. Dann wische ich die Ränder oben nochmal ab, dass da kein Zucker drauf ist. Dann kommt der Deckel drauf. Und ich stelle das Glas erstmal mit zur Seite, mache noch ein paar andere Gläser und dann werden wir sie einkochen. So, wie ihr sehen könnt, verwenden wir verschiedenste Gläser. Die haben alle ein anderes Format. Das hier ist jetzt recht groß. Das war mal irgendwelche Spreewaldfeldmannsgurken. Das ist aber egal. Hauptsache, ja, man passt rein. Ich habe jetzt die nächste Rutsche fertig. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie ich das Zeug da reinlege. Das mache ich natürlich nicht durch reinschmeißen, sondern auch mit diesem schönen Heber. Die paar übrig gebliebenen von der letzten Charge habe ich schon in das eine Glas gefüllt, in das große. Da kommen jetzt die noch dazu. Ich hoffe, dass das ganz große Glas dann auch voll wird. Aber das wird schon. So. Dann stellen wir wieder den Timer ein, eine Minute, und lassen das Ganze mal laufen. So, die Minute ist rum. Dann fischen wir die ganzen Stücke wieder raus und füllen sie in das Glas. Wir haben noch einen großen Gummitrichter für solche Gläser, aber der ist bei diesen großen Stücken eher hinderlich, als dass er nutzt. Wenn man nur ein paar rausfischt, dann passen die auch alle wunderbar rein, ohne dass man groß nachhelfen muss. Ab und an muss man halt dann mal einen Finger hintun. Das Ganze geht aber relativ schnell und zügig. Um drei solche Gläser später einzukochen, brauche ich vielleicht, ja, mit Schälen und allem drum und dran, eine Vorbereitungszeit von nur, ja, insgesamt eine Dreiviertelstunde. Und dann kochen sie nochmal ein. Das Einkochthermometer sagt uns 40 Minuten bei 80 Grad. So werden wir es dann auch einkochen. Ja, wozu mache ich das Ganze? Das Ganze hat einen ganz, ganz tollen Sinn. Die Schnitten kann man später für einen gedeckten Apfelkuchen verwenden. Und man hat so dann die Möglichkeit, auch mal im Winter, ohne dass man teure Äpfel kaufen muss, oh, da passt noch was rein, Apfelkuchen zu machen. Ich habe jetzt aus diesem Korb hier zwei Drittel weggearbeitet. Das waren ungefähr 10 Kilo. Den Rest werde ich wohl als Apfelmus einkochen. Dazu kommt dann auch noch mal ein Video. Viele der Sachen, die ich euch vorstelle, sind nicht neu. Die habe ich selbst aus YouTube-Kanälen genommen. Die sind allerdings leider englischsprachig. Viele scheuen diese Kanäle und ja, ich probiere die Dinge dann aus und verfeine sie noch ein bisschen und versuche sie dann in knappen Worten für euch rüberzubringen, sodass ihr das auch nachmachen könnt. Wichtig ist es, wenn ihr jetzt nicht angefangen habt, was zu tun und die Nachrichten, wie es sich entwickeln wird, sind ja mittlerweile schon verheerend. Sowohl von Wirtschaftsexperten als auch von Ärzten, Gesundheitsexperten und Forschern, dann kann man euch kaum mehr wirklich helfen. Dann habt ihr halt nichts. Wenn ihr jetzt nicht vorsorgt, dann in einem halben Jahr ist es zu spät, aus meiner Sicht. Das ist meine Meinung. Bevor ich meine Gläser... Die sind noch relativ warm, eben von diesen schon gekochten oder angekochten Stücken ins den Kochtopf meiner Großmutter. Das ist tatsächlich noch der Kochtopf meiner Großmutter, der Einkochtopf. Heizt sich die erstmal ab 75 bis 80 Grad auf. Wenn man das vorher reintut, dann kochen die einfach viel zu lange. Das sollte die auch rausnehmen, sobald die Zeit abgelaufen ist, in dem Fall 40 Minuten, dann nicht wie in anderen Töpfen einfach warten, abkühlen lassen, sondern sie gleich rausnehmen und einfach auf ein Küchenbrett stellen.
und sie dort abkühlen lassen. Dann merkt man auch, das zeige ich auch später noch, dass diese Decke oben, in dem einen hier sieht man es auch, nicht mehr nachgeben. Die zieht es dann richtig rein und die sind dann auch dicht und das hält dann auch. So, wir haben jetzt die 80 Grad knapp erreicht. Da stelle ich jetzt schon mal die Gläser rein. Nochmal schauen, ob sie gescheit zugedreht sind. Das Wasserbad stellen. Als letztes kommt das größte Glas rein. Wenn das Wasser ein bisschen über die kommt, ist es nicht so schlimm. Was ich noch habe, wir haben noch Rouladen gehabt, letzten Tage, gestern, vorgestern. Da ist noch Soße übrig geblieben. Die stelle ich dann mit ins Wasserbad. Jetzt kommt nur noch der Deckel drauf. Der Thermometer. So. Und da stelle ich hier für diese Platte wieder die 40 Minuten ein, die meine Oma auch immer von diesem Messstab abgelesen hat. Ich habe dazu keine Anleitung benötigt. Ich zeige euch das dann später in der Großaufnahme, gleich nach diesem Teil. Und ja, jetzt müssen wir einfach 40 Minuten warten. Dabei schalte ich die Kamera mal ab. Die Symbole geben an, wie lange man dann später hier unten diese Sachen einkochen kann oder muss. Wir kochen übrigens alle Reste von den Vortagen ein, sobald sie einkochbar sind. Manche Dinge kann man nicht einkochen. Das kleine Glas Soße, das ich jetzt da einkoche mit, weil ich jeden Topf aufheizen muss, das kann ich natürlich auch länger drin lassen. Das wird ja auch nicht weich. Soße, was soll da noch groß weich werden? Die ist eh nur flüssig oder zumindest sämig. Aber damit spart man sich auch Geld. Wir haben das auch schon gemacht mit Hackfleisch. Da haben Burger gemacht und da ist uns ungefähr, naja, 500, 600 Gramm übrig geblieben von dem Hackfleisch. Das habe ich dann auch in einem Glas eingekocht. So schmeißt man weniger weg und man spart unterm Strich doch ein bisschen was. Natürlich sollte man während des ganzen Einkochsvorgangs beim Topf oder beim Herd bleiben, ab und zu mal auf den Thermometer schauen. Da sehen wir jetzt im Sinne der Zeit leicht über den 80 Grad, ca. 85. Ich habe jetzt die Platte runtergeschalten und das wird jetzt dann wieder runtergehen auf 80 Grad. Nebenher lade ich meine Powerbänke und meine Akkus auf. Doppel-A und Triple-A Akkus in so einem Ladegerät, das mit USB-Spannung auskommt zum Laden von Doppel-A und Triple-A Akkus. Aber dazu kommt noch ein extra Video, da zeige ich euch auch, was ich alles habe. Und ja, die schaue ich mir vierteljährlich an. Vor kurzem war wieder die Zeit dafür, mal alles nachzusehen und ja, jetzt nachzuladen. So, gleich wird es soweit sein. 40 Minuten sind rum, dann werden wir die Gläser rausnehmen und dann zeige ich euch, was ich heute aus diesen ca. 6-7 Kilo Äpfeln gemacht habe. Zum Rausnehmen benutzen wir natürlich einen Handschuh, um uns nicht die Pfoten zu verbrennen. So, dann nehmen wir das erste Mal das größere Glas raus, damit der Wasserspiegel natürlich etwas sinkt. Immer auch geben, das ist sehr heiß, 80 Grad ist ja schon Verbrühtemperatur. Und dann gehen wir weiter durch. Ich habe hier nur ein Tuch drunter gestellt, damit es hier nicht so nass wird. Dann werde ich auch gleich mit dem Tuch ab und rüberheben. So, mein kleines Glas ist da noch drin, schwimmt. Das kann ich jetzt im Moment nicht rausholen, aber das ist ja auch nur eine Soße. Kann auch ruhig noch drin bleiben. Ich habe zur Gewohnheit gemacht, immer dann auch gleich wieder alles ein bisschen sauber zu machen. Das spart einem dann eine Menge Arbeit. Und der, wie ihr sehen könnt, habe ich 6 große Gläser rausgebracht aus diesen 7 Kilo Äpfeln. Ein Glas sollte für einen Kuchen eigentlich fast ausreichen, zumindest das große.
Da sieht man noch, dass die Deckel noch nach oben gewölbt sind. Die stehen schon länger draußen, da sind die Deckel eindeutig nach drinnen und man kann sie auch nicht mehr drücken, die klicken also nicht mehr. Ist ein gutes Zeichen, dass sie auch dicht sind. Sollte man immer mal prüfen dann, wenn sie abgekühlt sind, mal draufdrücken. Wenn die nicht reingehen, ja, dann muss man das Glas verbrauchen, nochmal einkochen, geht nicht. Dann würden die Äpfel viel zu weich werden, um sie später als Kuchenbelag zu verwenden. Ja, so viel heute von mir. Wie gesagt, wenn ihr Anmerkungen habt, schreibt sie mir unten rein, Vorschläge, Verbesserungsvorschläge. Ich werde sicherlich noch das eine oder andere Video bringen in den nächsten Tagen und Wochen, solange es noch geht. Denn, wie wir alle sehen, entwickelt sich das Ganze nicht so zum Besten im Moment in Deutschland, aber eigentlich auch weltweit. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal.